Ante Čović und Hertha BSC sind seit 8 Spielen ungeschlagen. Der Chemnitzer FC mit nur einer Niederlage aus 7 Spielen. Spannende Begegnung vor 800 Zuschauern im Olympiapark. Die Hertha, Abstieg in Liga 2 unausweichlich. Die zweite Mannschaft hat einen Lauf. 6 Siege aus 8 Spielen. Aksakal zickert dazwischen. 8 Minuten gespielt. Veit Stange gegen Müller. Und dann Toni Rölke mit der Hacke zum 1:0. Ein Hauch von Maracana auf dem Olympiagelände. 8. Saisontor für die Sturmhoffnung. Zieht gleich mit Scherhand und Aksakal. Stanges Vorbereitung mit dem Außenriss. Rölke artistisch. Einfach nur schön. Chemnitz tut sich schwer, verschläft die Anfangsphase. Hertha von Beginn an hellwach. Aksakal im Doppelpass mit Haxa. Aksakal, feines Auge für Rölke. 23 Minuten gespielt. Rölke, Jakubow und am zweiten Pfosten Jindawi. 2 Vorbereitungen beim BRK gegen Chemnitz von Beginn an. Belohnt sich mit dem ersten Treffer in diesem Kalenderjahr. Der CFC zu passiv, keine gute Zuordnung. Rölke kommt frei zum Schuss. Jakubow kann noch abwehren. Jindawi dann vor Schreiber. 2:0 für die Hertha. Nach dem Gegentor die Gäste, die aktivere Mannschaft. 35. Minute. Marius Schreiber, Startelfdebüt für den 20-Jährigen, hat eine Idee. Zielgenaue Hereingabe auf Felix Brückmann. Top-Torjäger der Sachsen, 11. Saisontor, 18. Torbeteiligung. Schreibers Vorbereitung, Brückmann durch die Beine von Haxa. 2:1, Chemnitz ist wieder dran. Das Tor gibt Auftrieb. Der CFC drückt auf den Ausgleich. Keller erzielte das 1:1 beim Remis gegen Lok. Hier verzieht er leicht. Jindawi mit Saisontor Nummer 6. Danach verkürzt der CFC. Ausgeglichene Partie. Die Hertha bislang brutal effektiv. Durchgang 2. Der CFC erst 5 Auswärtssiege. Hertha spielte zu Hause erst einmal unentschieden. Gündüz probiert es direkt, Jakubow. Und dann wieder Nader Jindawi. Kann diesen Abstauber diesmal nicht zu einem Tor ummünzen. Die 54. Minute. Die Gäste wollen aktiver in der zweiten Halbzeit. Hertha zu passiv. Rücker in den Fuß von Kürcicek. Viel Aufwand, wenig Ertrag für den CFC. Technisch starke Ballstaffetten der Chemnitzer. Müller auf Kürcicek, Schreiber, Pribanovic, Brückmann und dann Tobias Müller. Schreiber und Pribanovic, 2 von 3 Änderungen in der Startelf, fügen sich gut ein. Die CFC-Offensive scheitert einmal mehr an Tjaak Ernst. Schlussmann der Berliner. Hertha mit der Führung im Rücken bekommt immer wieder Gelegenheiten zum Kontern. Rücker, Bustamante, Abdulatif neu im Spiel, vernascht Walter und macht es direkt. 3:1, die Entscheidung. Wahnsinnig großes Talent der Hertha-Akademie. 8. Saisontor für den 19-Jährigen. Walter beherrscht die Szenerie, macht die Mitte zu. Abdulatif muss nach außen ziehen. Und dann direkt durch die Beine von Walter, präzise ins lange Eck. Unhaltbar für Jakubow. Und so gewinnt Hertha BSC auch das letzte Heimspiel in dieser Saison. Chemnitz hingegen wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg.
War klar, dass es keine einfache Nummer ist gegen Chemnitz, weil man weiß, über welche Qualitäten der Gegner verfügt. Und ich glaube, dass wir heute eine sehr, sehr effizientere Leistung gezeigt haben. Nahezu mit den ersten beiden Tormöglichkeiten beide Tore machen. Und dann ist es etwas leichter für uns hier mit 2-0 im Rücken Fußball zu spielen. Was bemerkenswert ist, ist, dass die Jungs seit unfassbarer Zeit solch eine stabile Leistung zeigen, dass sie diese Gier nach diesen Siegen haben. Und einfach nur schön, denen einfach zuzuschauen im Moment, was sie hier performen. Die Tore müssen jetzt nicht sein. Also das ist jetzt so meine Wahrnehmung gewesen. Klar ist es dann so, und das muss ich lobend erwähnen, dass meine Mannschaft schon was versucht hat in Hälfte 2, den Rückstand zu drehen. Und dann passiert der ein oder andere Konter. Ja, da hat man dann auch mal ein bisschen Glück. Das ist jetzt nicht unnormal gegen eine Mannschaft, die auf jeder Position Tempo hat. Und naja, diese spielerischen Ansätze, die wir in Teilen ganz gut gelöst haben, kreieren wir nicht zu Torschancen oder spielen es nicht zu Ende. Und das ärgert mich dann schon, weil ich habe uns heute im Ballbesitz nicht schlecht gesehen. 7. Sieg im 9. Spiel, seit März ungeschlagen. Die zweite Mannschaft, der Mutmacher für alle Hertha-Fans.